Hi Leute und willkommen zurück zu Banish Us. Wir machen weiter hier in New Eden. Wir suchen jetzt Esther, die Witwe von Charles. Mal gucken, er bleibt wahrscheinlich noch hier. Du kommst wahrscheinlich gleich wieder mit, wenn wir losgehen. Oder möchtest du da sitzen bleiben? Nein, du möchtest da nicht sitzen bleiben. Verdammt, Charles. Diese verfluchten Meeresstürmer. Wären wir noch früher hier gewesen. Ja, ich weiß. Wie Charles sagen würde, ein neuer Tag, eine neue Seele, die es zu retten gilt. Diese Leute sind dumm, wenn sie glauben, dass Gebete sie retten können. Wir sollten zu Esther gehen. Ich glaube, der Gouverneur hat gesagt, ihr Haus steht oberhalb der Docks. Dicke Bude? Ich kenne legit niemanden in Real Life, der so einen riesen Kasten hat. Nice. Ich schlief kaum aus Angst, ihr würdet nicht kommen. Ich bin ratlos. Würde Gott mir überhaupt erlauben, euch in diese dunklen Zeiten hineinzuziehen? Esther, jetzt bist du nicht mehr allein. Wir sind hier. Es tut mir so leid, dass wir nicht rechtzeitig da waren. Wirklich. Ich weiß. Charles hat es immer wieder gesagt. Hab Vertrauen. Sie werden kommen. Hätte er nur selbst an seinem Glauben festgehalten. Was ist mit ihm geschehen? Armer Charles. Auch nur ein weiteres Opfer des Fluchs von New Eden. Ihr wisst, wie er ist. War ruhelos. Ungeduldig. Zwar hatte er euch... seine Freundin nicht aufgegeben, aber er konnte nicht mehr warten. Ich glaube, er hat versucht, den Fluch aufzuheben. Auch ich habe Fragen. Aber ich habe keine Antworten. Und einen Ehemann habe ich auch nicht mehr. Gibt es etwas, das wir wissen sollten? Herr, erlöse mich, denn ich ertrage das nicht. Ich kann es nicht ertragen und Charles hat es nicht verdient. Irgendetwas, Esther. Bitte. Ich habe die Anwesenheit von Charles im Haus gespürt. Sein Geist verweilt dort. Er braucht Hilfe. Wenn er hier ist, gebe ich erst dann Ruhe, wenn er auch seine hat. Versprochen. Ihr könnt euch auf uns verlassen. Wir fangen mit dem Haus an. Charles Papiere befinden sich in seinem Büro. Nehmt euch, was ihr braucht. Danke, Esther. Was könnt ihr mir über den geschätzten Gouverneur Haskell erzählen? Fairfax Haskell ist sehr belesen und gebildet, aber manchmal ist er furchtbar steif. Er interessiert sich wie Charles für das Unbekannte, aber seine Leidenschaft scheint weniger von praktischer Natur. Er ist ein Akademiker. Dennoch, gut zu wissen, dass unser Gönner unsere Arbeit zu würdigen weiß. Wir trafen auch den Hauptmann und die Jägerin, Thickskin. Kennt ihr die beiden?
Ich finde das Verhalten von Thickskin Newsmith etwas beängstigend. Aber sie hat ein gutes Herz. Ich finde den Namen beängstigend. Ist sie eine gute Jägerin. Captain Pennington hat einen guten Ruf als Soldat. Er hat eine ironische Art an sich, aber ich vermute, dass er hinter all dem nur traurig ist. Charles dachte das auch. Es gibt Wunden unter Saul Panningtons Rüstung, sagte er, die Zeit und Gott noch nicht geheilt haben. Wie sah euer Leben denn früher aus? Ihr wisst schon, vor all dem hier. Vor dem Fluch? Es war eine geschäftige und aufregende Zeit. Charles hat sich intensiv mit der Gemeinde hier beschäftigt. Er war überall dabei. Die Leute haben sich auf ihn verlassen. Sicherlich ist das jetzt jemand anderes. Aber es wird nicht dasselbe sein. Wir sehen uns mal um, wenn das in Ordnung ist. Kann ich euch behilflich sein? Bleib hier. Wir finden den Weg. Okay, man hat... Hat er so ein paar Tipps für seinen ersten Auftrag? Und da muss man halt immer ein bisschen Stuff zusammensuchen. Okay. Ich wusste nicht, dass Eleanor und Charles noch in Kontakt stehen. Die St. Paul-Bruderschaft ist eine Fessel, die bindet. Charles wollte hier in New Eden unbedingt seine Forschung fortsetzen. Wenn wir nur gewusst hätten, was uns bevorsteht. Waren noch andere Besucher hier? Die meisten trauen sich nicht aus ihren Häusern. Obwohl Mr. Bachelor mich besucht hat. Das war sehr nett von ihm. Wo wohnt ihr denn, meine Lieben? Der Gouverneur hat ein Zimmer im Schulhaus für uns herrichten lassen. Im Schulhaus? Wollt ihr nicht lieber hier bleiben? Das wäre doch viel bequemer. Das ist sehr freundlich. Ich habe nicht viel. Aber versprecht mir, dass ihr morgen zum Essen kommt. Um der alten Zeiten willen. Natürlich. Sie sieht gar nicht gut aus, als wenn sie die letzten Tage gar nichts gegessen hätte. Vielleicht sollten wir wirklich zum Essen gehen. Das sollte die Eingangstür sein. Klavier, nein. Charles ist immer noch hier und Esther ist völlig verzweifelt. Sie verlor ihn, nun ist er wieder da, als grässliche Gestalt. Das muss unerträglich sein. Okay. Der Glaube war immer sein Licht in der Dunkelheit. Sowohl in Bezug auf die Menschen als auch auf Gott. Er war ein guter Mann. Ich erinnere mich immer noch gut daran, wie er deinen ersten Verbannerring fertigte. Jetzt siehst du diesen Augenblick in einem viel positiveren Licht als damals. Zu unbedarft für eine echte Heimsuchung, das hast du doch gesagt. Das warst du ja auch. Trotzdem, angestellt hast du dich ganz gut. Eine der Figuren, mit denen er mir das Spielen beigebracht hat, die kenne ich. Ein Erinnerungsstück an seine Lieblingsschülerin? Oder zur Erinnerung, dass er mich noch nicht besiegt hat. Rip.
Feldkarte einfach nur. Man kann ja auch nichts drehen, Rückseite angucken oder sowas. Weißt du noch, wie er die plötzlich trug, um weiser und älter auszusehen? Ach, der wollte doch nur seinen Haarausfall verbergen. Also ich sehe da das Quest-Ding, was wir untersuchen sollen, aber ich klicke trotzdem erstmal den anderen Stuff hier durch. Gekritzelte Bibelverse. Hiob 7, 13, 15. Okay. In den Notizen von Charles kommt Hiob, Kapitel 7, Verse 13 bis 15 vor. Ich suche nach dem Bibelspruch. Red, du hast was fallen lassen. Hm? Aha. Dazu ist er also gut. Charles Notizen. Was ist all diesen Träumen gemein? Sind sie die Verheißung eines jüngsten Gerichts oder ein kommender Albtraum? Visionen, Vorahnung, steckt jemand dahinter? Wer ist das wahre Ziel und was hat diese Wut ausgelöst? Ich muss wissen, wie sie in unsere Köpfe gelangen. Der Schlaf schenkt keine Ruhe mehr und das darf nicht von Dauer sein. Nur verwirrtes Geschwafel, diese Notizen. Charles machte sich Sorgen um den Fluch, der die Träume der Siedler plagte. Wie bösartig ist dieser Fluch, dass er die Menschen in ihren Becken quält. Okay, jetzt haben wir hier auch was. Untersuche das Schlafzimmer. Meins? Ein Nachbar ist ein kleines Ungeheuer, das sich im Schlafzimmer schleicht, um die Träumenden zu ersticken. Okay. Moment. Ich erinnere mich an die Lehren meiner Meister. Der klug und fromme Mann wird zu den... Okay. Ein Nachtmahl ist kein kleines Ungeheuer. Also wir suchen einen Nachtmahl. Das hat er anscheinend rausgefunden oder auch Albtraum genannt. Aha. Ich erinnere mich an ein beunruhigendes Gedicht, das ich als junger Mann in London gelesen habe. Es handelte von den furchterregenden Fähigkeiten eines solchen Wesens, das angeblich in die Träume seiner Opfer eindringt, ihre Gedanken und ihre Wahrnehmung beeinflusst und sie dazu bringen kann, ihre schlimmsten Ängste zu ertragen. Es ist sogar in der Lage, Entfernung zu kürzen oder die Zeit zu verändern. Okay. Ich will mal sagen, da hatte er keine Chance, oder? Eine Brosche. Charles hat diese Brosche immer getragen. Seine Sachen sind unangetastet. Nichts wurde bewegt. Hast du genug Bücher, Charles? Ah ja, klar, dass du nicht ohne sie reist.
Esther konnte nicht an Charles' Beerdigung teilnehmen. Wie schrecklich für sie, die arme Frau. Esther konnte sich nie von Charles verabschieden. Das hätte vielleicht zu seiner Manifestation geführt. Nun wissen wir, warum er vielleicht zurück ist. Wir sollten den Friedhof erforschen, wo er gefunden wurde. Okay, jetzt sind wir hier bei ihr fertig, aber bei ihm fehlt er noch. Okay. Friedhofzeit. Hier nochmal Briefe liegen von ihm. Reist ihr schon ab? Wir müssen den Friedhof erforschen. Was werdet ihr für meinen Charles tun? Wenn er da ist, finden wir ihn. Dann fragen wir ihn, was er von uns will. Muss ich ihn auch sehen? Zuerst müssen wir rausfinden, was passiert ist. Danach werden wir sehen. Dann fangen wir besser an. Die Zeit könnte unsere Feindin sein. Muss ich mir um dich Sorgen machen? Höchstwahrscheinlich. Aber ich werde meine Arbeit trotzdem machen. Wir sind hier, um Charles zu helfen. Also werden wir das auch tun. Hör dich um, was die Leute sagen. Ich werde zum Friedhof gehen und das Gleiche tun. Sei vorsichtig. Ja, du auch. Wollen wir jetzt mit irgendwelchen... Nein. Wird nicht mit irgendwelchen Leuten geredet. Gehen einfach dahin. Du bist ein Händler. Ich gucke hier mal deine Sachen an. Okay, tschüss. Du scheinst jedenfalls ein Händler zu sein. Seid gewarnt. Ich brauche nur zu schreien. Und im Nu kommt Hilfe. Beruhigt euch, Herr. Antea Duarte, Pastor Davenports Verbannerin. Oh, natürlich. Es tut mir so leid. Der arme Reverend Davenport. Sein Tod hat uns alle erschüttert. Willkommen in New Eden. Ich fürchte, ihr trefft uns in unserer schlechtesten Verfassung. Wir sind Verbanner. Wir wären nirgendwo lieber als hier. Und ihr seid. Ich, Madam, bin Squire Sincere Paris, fliegender Händler, der an diesem verfluchten Ort gefangen ist und darauf brennt, woanders zu sein. Dann fliegt doch weg. Wollt ihr handeln? Die meisten meiner Waren sind bereits verpackt, aber ein Geschäft schlage ich nie aus. Okay, mit reichlich Leder, Fell, Leinen und Wolle. Ja. Okay. Also wenn wir davon was brauchen, können wir hierher.
Ach so, ja, hier. Schlechte Träume. Die Albträume. Leidet ihr auch unter ihnen? Natürlich tue ich das. Nicht jeder wird es zugeben, aber wir haben alle schlechte Träume. Und wovon träumt ihr? Ich träume, dass mir jemand beim Schlafen zusieht. Und auch tagsüber scheint sie das zu tun. Weder spricht sie, noch bewegt sie sich. Sie scheint mir nichts Böses zu wollen. Sie steht nur da und beobachtet mich. Wartet. Sie taxiert mich. Erscheint sie zu einer bestimmten Stunde? Wenn sie das tut, dann weiß ich es nicht. Denn in diesem ewigen Grau kann man den Tag ja nicht von der Nacht unterscheiden. So sieht es aus. Wie gewünscht, Einzelheiten über den Fluch. Und nicht einmal etwas dafür berechnen werde ich euch. Ich wünsche einen guten Tag, Squire Paris, und danke für eure Zeit. Es war mir ein Vergnügen, Herrin Duarte. Seid bitte vorsichtig. Okay. Können wir hier aus sowas... Dieses Feuer ist doch nicht von selbst ausgebrochen. Nicht bei dieser Kälte. Hallo? Dann geh doch rein. Hallo? Ich möchte nicht. Anscheinend. Also man kann hier vielleicht auch so kleine Nebensachen machen. Aber wir wollen auf dem Friedhof. Es sei denn, es blinkt irgendwas wie eine Kiste. Und dann... Ach, come on. Dann machen wir natürlich gern einen Umweg. Okay, hier kann man einfach so runter. Hier nicht. Ja, da muss ich später drauf aufpassen, wenn wir dann mehr kämpfen, dass ich nicht irgendwo stehe, wo ich denn mich nicht hinretten kann. Ein Irrlicht? So dicht bei der Stadt? Wo führst du mich hin? Schatz? Nein. Ihr schon wieder? Du gehörst nicht in diese Welt. Okay, also dieses Blocken oder Parryen, was immer das auch ist, muss dann wahrscheinlich leider in so einem richtig miesen Zeitfenster dann gedrückt werden, damit es funktioniert und kann nicht einfach gehalten werden. Schade. Die meisten hier sind im Kampf gefallen. Jemand wollte sie nicht hier haben. Jetzt habe ich natürlich nicht gesehen, wo das hin ist. Ob nach oben oder... warum glühe ich? Hallo? Sollen das wieder... Aha. Geistersicht. Als Banner kannst du Orte oder Objekte spüren, die von Geistern markiert wurden. Wenn du dich in der Nähe dieser Orte oder Objekte befindest, leuchten deine Bannringe mit einer orangen Aura. Sieh dich dort um, um die Quelle zu finden. Okay. Okay, okay.
Ich habe hier mehr Gräber gesehen als Siedler. Ja, nun. Das kann schon mal vorkommen. Aha. Das ist das, wo wir hin wollten. Was blinkt da hinten an dem Baum? War das nur eine Lampe? Da. Ja, es ist was zum Looten. Okay, Pilze kann man looten. Das heißt, nicht nur auf den Boden gucken, wo was steht, sondern auch an den Bäumen. Ja, das Aufleuchten ist aber doch jetzt einfach nur hier wegen, oder? Hat doch jetzt keinen anderen Grund. Eine Erinnerung klingt hier nach. Vielleicht kann ich sie sichtbar machen. Rituale. Hier verweilen Erinnerungen an die Toten. Um sie zu enthüllen, musst du die benötigten Ressourcen sammeln. Uns fehlt Küstenkerzen, irgendwelche Pflanzen. Händler. Oder irgendwo finden. Wenn ich Küstenkerzen unter meine gefundenen Steine mische, könnte es klappen. Das war das Falsche. Ah, da. Okay, gibt es gleich ein paar mehr. Okay, hier kann man nicht weiter. Fies. Boah. Was war das Leuchteding? Das hat ja richtig Schaden gemacht. Halb tot gewesen. Was ist das? Fies? Viele Tote in den letzten Jahren. Ja, ein bisschen sehr viele und keiner hatte einen Namen anscheinend. Ja, das, der Ring leuchtet nur wegen der Quest wahrscheinlich. Ritual des Horchens durchführen. Wilde Kamera auf jeden Fall. Hinter jeder Spur steckt eine Geschichte. War ein bisschen Salz drauf oder was? Hä? Im Namen des Herrn befehle ich euch, verschwindet von diesem Ort! Ihr habt mir nichts zu befehlen, Geistlicher.
Wer seid ihr, Geist? Zeigt euch! Gut, wenn ihr so höflich fragt. Wer seid ihr? Ich bin alles, vor dem ihr euch je gefürchtet habt. Hinfort mit euch! Ihr habt keine Hülle, keine Ketten, keinen Daseinszweck. Nein, aber ihr auch nicht. Verdammt. Dieses Ding, dem er gegenüber trat, was war das? Schwester, wir haben seine Aufzeichnung gelesen. Hä? Nachtmar, haben wir doch schon gelesen. Albtraum. Okay, also diese Bibelverse nochmal. Die Kette, die seinen Geist bindet. Damit kann ich ihn erscheinen lassen, wenn ich sein Grab finde. Irgendwo da hinten? Okay. Dann lass mich mal hier gucken, ob man hier irgendwo weiterkommt. Nö. Hier kommt man nicht weiter. Hier sieht es aber so aus, als wenn man weiterkommt. Ja. Das ist auch, ja, Pyrit. Ich weiß nicht, ob ich hier schon sein dürfte, aber looten halt, ne? Ich weiß noch nicht, was man damit macht. Vielleicht Sprengstoff oder sowas? Oder Feuerwerke? Da haben wir es nämlich auf jeden Fall mit. Jetzt sind wir hier vorne wieder. Ja, guck, die Ringe leuchten nicht mehr. Das war halt wirklich wegen der Quest. Und hier war ich eben schon. Hä? Das ist falsch. Hä? Wir haben doch eine Szene gesehen, wo man seinen Grabstein gesehen hat und dann ihn als Geist, der zum Schiff runtergeguckt hat. War der Grabstein in der Szene nicht größer? Oder breiter? Da bist du ja. Charles Bibel. Achso, man braucht so ein Objekt zum Opfern, ne? Mir zur Hilfe. Ein Geist oder so erscheinen zwingen. Genau. Für alte Freunde wie uns wäre nun eine gute Zeit für ein Gespräch. Ich würde sagen, das machen wir noch. Red und ich, wir sind schon zu weit gekommen, um dich nicht noch ein letztes Mal zu sehen. Deine Schülerin ist zur Meisterin geworden. Wenn wir kämpfen, werde ich dich besiegen. Komm schon, Charles. Komm zu mir. Ich weiß, dass du da bist.
Ich weiß, dass du da bist. Du kennst mich, Geist. Ich möchte nur reden. Istar macht sich Sorgen. Antea. Hier seid ihr endlich. O arme Istar. Es tut mir so leid, gute Freundin. So leid für uns alle. Was ist passiert? Was geht hier vor? Unglücklicherweise, gute Freundin, habe ich einen Fehler gemacht, der mich das Leben kostete. Ist Red bei euch? Ihr dürft keine Zeit verlieren. Bevor ihr gestorben seid, habt ihr den Fluch untersucht. Was habt ihr erfahren? Dass unser Feind trügerisch und gnadenlos ist. Dass wir seine Macht nicht unterschätzen sollten. Wir? Ich bin tot, liebste Antea. Aber ich bin immer noch ein Verbanner. Ich kann euch immer noch lehren. Falls ich es euch erlaube, was ich nicht tue. Antea, wiederholt nicht meine Fehler. Wenn New Eden von einem Albtraum heimgesucht wird, braucht ihr jede Hilfe, die ihr kriegen könnt. Seine Präsenz war am stärksten im Haupthaus. Vielleicht zwang ihn dort das Licht Gottes, sich zu wehren. Ich ließ das Gebäude schließen. Der schlimmste Teil des Bösen ist eingedämmt, aber es wird nicht lange dort eingeschlossen bleiben. Wie hat dieser Albtraum euch getötet? Ich dachte, ich könnte ihn auf dem Friedhof dazu bringen, sich zu manifestieren. Anfangs funktionierte es ja. Jetzt denke ich jedoch, dass er aus freien Stücken kam. Er schien amüsiert, als wolle er spielerisch meine Entschlossenheit prüfen. Wie hat er ausgesehen? Ich weiß nicht. Als er sich manifestierte, erschien er als Istar. Meine liebe Istar. Sein wahres Gesicht sah ich nicht. Aber ich hörte eine Frauenstimme. Nicht Istar. Jemand anderes. Sie lachte. Ich spürte ihren Blick. Mein Herz erstarrte. Ich starb. Dieser Geist ist pure Rache. Der Geist von jemandem, dem furchtbares Unrecht widerfuhr. Ich habe eure Warnung vernommen. Ihr könnt gehen. Nein, ich muss bleiben. Istar braucht meinen Schutz. Und auch meine Schäflein brauchen mich. Ihr wisst, wie es läuft. Und dass ich das nicht zulasse. Ich bin immer noch ich selbst, Antea. Ich werde stärker werden. Ich kann euch helfen. Euer Hunger wächst, je länger ihr es daheim sucht. Das wisst ihr. In diesem Fall nicht. Ich bin Reverend Charles Davenport, euer Freund und Mentor. Ihr kennt mich. Ihr wisst, ich bin ein guter Mensch. Ich kannte euch. Ihr wart ein guter Mensch. Jetzt seid ihr ein Geist, und das werde ich nicht dulden. Und ich schwöre, der Albtraum wird ein Ende haben. Und Red und ich werden es herbeiführen. Charles Davenport war ein guter Mann und ein ausgezeichneter Mentor. Und ihr eine gute Schülerin, obwohl ihr sehr streng mit euch selbst wart. Das konnte ich euch nie austreiben. Hat das Leben euch seitdem besänftigt? Das Leben hat mich gestählt. Der Tod und wie er euch ereilte, machten euch zu etwas, wogegen ihr euch einst aufgelehnt habt. Lebt wohl, Charles. Friede eurer Seele. Gedenken sei. Antea, warte! Warten? Worauf? Wir sind Verbanner. Tod den Toten. Lass Istar selbst entscheiden. Oh Herr, bitte verlang das nicht von mir. Istar, meine gute, allerliebste Frau. Ich vermisse dich so sehr. Oh, lieber Gott, Charles, warum bist du hier? Warum bist du zurückgekommen? Du musst gehen. Bitte. Ich muss bleiben und dich beschützen. Das Wesen im Haupthaus labt sich an unserer Qual. Ich hätte es besser wissen müssen. Aber nun weiß ich es.
Antea, gib Charlie den Aufstieg, den er verdient. Charles Davenport, ihr habt keinen Grund zu bleiben. Geht, lasst Esther in Frieden trauern. Rettet sie, meine Freunde, und rettet euch selbst. Rettet sie alle. Ich bringe Esther nach Hause. Ich werde es tun. Die Frauen können plaudern. Dann gehe ich ins Schulhaus und mach das Bett. Charles hat nun seinen Frieden. Antea gab ihm die Zuwendung, die er brauchte. Okay, dann machen wir hier weiter im nächsten Part. Wir bringen dann Esther nach Hause, gehen dann eine Runde schlafen und schauen mal, was weiter am nächsten Tag wahrscheinlich passiert. Bis dahin, ciao Leute.